Und damit hallo und willkommen hier zu einem Let's Play von mir. Ja, ich begrüße euch auch herzlich auf meinem Kanal. Und ja, bevor ich jetzt einfach mal lange rumrede, seht ihr ja schon im Hintergrund, spielen wir heute Train Fever. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Ja, den USA DLC habe ich mir jetzt noch nicht runtergeladen, kommt natürlich noch. Erweitert. Ach, guck mal, die sind schon. Ah, keine Kosten. Nein, wir wollen gar keine haben, okay. Würde ich erstmal sagen. Ach, guck mal, okay. Ja, also, Weltgröße würde ich sagen, groß. Landschaft erstmal flach, erstmal anfangen. 850, ich habe zwar schon selber ein bisschen gespielt, aber. Ich habe da, man muss ja, wie ihr seht, hinweis schalten, dieses Jahr erreicht Errungenschaft, frei, um später als 1850 beginnen zu können. Und ich glaube, ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Ja, so. Und ich würde sagen, let's play. Würde ich sie einfach mal jetzt nennen als Start mit Zufallsgenerator. Und dann sagen wir, los geht's. Jo, tut. So, und im Hintergrund, da sieht man auch schon einen schönen Flug. Mit einem Güterwagen da hinten, weil ich mich nicht ganz irre. Aber was ist das für ein Flug? Ach, kann ich jetzt nicht erkennen. So. Und generelle Terrain, ja, das ist gut. Ja. Da sieht man auch schon einen schönen Öltransporter, Öler. Wie ganz viele ihn nennen. So, und es lädt, ja. Ich kann ja mal ein bisschen was zu meinem Kanal erzählen. Ja, ich muss gucken, wann ich Zeit finde aufzunehmen. Also, ich habe jetzt noch nicht so wirklich festen Zeitplan. Es werden auf jeden Fall Videos kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Aber wann, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Bisschen dunkel hier. Ist nicht so auf dem Bildschirm scheint. Ah, komm. Und vor allen Dingen, habe ich ganz vergessen, begrüße ich einen Zuschauer hier. Ja, wenn er dieses Video schaut, wird er schon merken, wenn, oder wird er, ja, wird er schon merken, ich klöte hier rum. Wird er sich schon angesprochen fühlen? Ja, und jetzt hier einmal kurz einen Run durch. 70. Ist. Initialisiere Simulation. Na denn. So. 98 erstelle Felder. Und wir haben einen Black Screen. Ja. Was hier auch mir jetzt gerade passiert. Ich habe keine Ahnung. Ach, da sind wir schon. Willkommen bei TrainFever. Ja, bla. Das, wer sich das durchlesen möchte, kann sich ja einmal kurz das Video stoppen. Oder kann das Video stoppen. Ja. So, und wir gucken einfach mal. Und ja, einmal kurz ein bisschen die Map laden lassen. Einmal hier einmal rundherum. Oh, hier, da ist aber so ein kleiner. Ich will nicht sagen Berg, aber Hügel. Und wir können mal so ein bisschen gucken. Neu-Blickede. Blickede. Badenheim, Merzhausen, Adelkofen, na denn, wenn man meint. Und wie in jeder Train 4 Welt haben wir hier einen großen See. Und ja, einen kurzen Moment, wir haben gerade ein kleines Bildschirmproblem. Einen Moment. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade gesehen hat. Ich habe einen LG-Bildschirm. Na komm. So. So, jetzt muss es richtig sein. Ja. Okay, 850. So, und ich würde dann einfach mal gucken. Hier müsste er sein. Adelkofen. Ja, toll. Ich glaube, das ist ganz unten links in der Ecke. Ach, das ist GT. Oh, das ist aber weit weg von den anderen Städten. Ich will erstmal so Städte nehmen, die eigentlich relativ dicht beieinander sind. Oh, wieso ist Nägelstedt? Oh, das ist echt eine schwere Frage hier.
natürlich ins Dorf schnell. Aber ich würde schon. Stelle! Das ist hier ganz in der Nähe. Aber ich würde sagen, wir fangen an in Fischbachtal. Und damit es hier nicht langweilig wird, ich meine, es heißt ja auch Train Fieber. Das ist jetzt Zugfieber. Fangen wir direkt an mit einem Bahnhof. Und guck einfach mal, wo wollen wir hin? Och, ich würde auf jeden Fall schon mal sagen. Na, hier kann man eigentlich eine schöne Bahnstrecke reinlegen. Also zweigleisig. Och, ganz ehrlich, wir machen den groß. So, MN kann man ihn drehen. Dieses aber heiliges bisschen. Hier kann man ihn eigentlich ganz gut hinsetzen. Falsche Richtung, aber so. Das ist natürlich total doof, ne? Naja, der Großteil der Dinger, sag ich schon, der steht ist eigentlich ja da. Ich würde sagen, wir setzen ihn. Sieht das aus? Ja, pam. So, gesetzt ist gesetzt. So, damit wir keine Meldung gleich kriegen, dass es nicht verbunden ist, verbinden wir den Band direkt erstmal. Schade, da das Haus direkt im Weg. So. Zack, so, damit das dann nicht so doof aussieht, machen wir direkt hier einfach mal Upgrade. Na komm. Ach Mensch. So, meine Güte. Haben wir sonst irgendwo was? Nein. So. Und dann würde ich einfach mal gucken, was liegt relativ dicht dran? Stelle eigentlich. Oder wollen wir nach Großkölpen? Ich würde sagen, wir fahren nach Stelle. Kann man hier so lang. Schiersfeld. So, Not sogar noch eine Adelskufen. Ja, wir fahren erstmal Richtung Stelle. Nehmen das ganz äußere Gleis. Zoomen ein bisschen raus und wollen natürlich so viel möglich, so viel Speed wie möglich rausholen. Achso, hier. Ja, vielleicht sollten wir erstmal die Bahn aufsetzen. Und da drüben, das heißt, ja, das passt doch perfekt. Guck doch mal. Ja, runter. Bahnhof mit, ich weiß noch nicht, zwei oder ein Gleis. Wir machen direkt mal zwei Gleise. Ups, oder? Falsche Taste. So, das passt. Erstmal zwei. Ups, oder? Wie ist der denn gebaut worden? Naja, wenn man meint. Oh. Straße natürlich nicht vergessen. So. Zack, verbinden. Und da ziehen wir auch schon direkt unsere erste Strecke. Wo sind wir denn? Da unten. Gucken wir, ob das so ungefähr stimmt. Ja, das passt sogar ganz gut. Kommen wir da schön gerade über. Naja, schön, das ist was anderes, ne? So, gucken wir mal, was wir hier für Brücken haben. Nee, das ist noch zu modern. Für 850. Stahlbrücke. Nein, ich würde sagen, wir nehmen die Steinbrücke, ne? Ja. Ja, gebaut. Dann kurz um die Straße rüber. Oh. Das machen wir anders. Das machen wir so. Oh shit. Rums. Oh mein Gott, wo geht das Ganze hin? Na komm, ach egal. Das müssen wir eigentlich auch so hinkriegen. Zack, zack. Und. Irgendwie hier. Ah, das ist natürlich doof, ne? Nee, das machen wir anders. Pass mal auf. Falls jemand den Trick noch nicht kennt, einfach hier eine Weiche reinziehen. So. Dann die Weiche abreißen. Oh. Das ist tierisch laut, kann das sein? So, dann haben wir das nämlich schon beseitigt. Und da können wir ganz getrost unsere. Oh je, Mine. Uiuiui. Mit der mindestens 120 darüber, ne? So, 120.
über einen schönen, will ich jetzt nicht sagen, aber über einen Wall. Das ist jetzt nicht sein Ernst, ne? Och Mensch, du. Oh, reißen die ganze Strecke nochmal ab. Da, meine Güte. Wir haben fast 1 Million an Schienen ausgegeben. Wenn wir das abreißen, kostet ja auch gar nicht so wenig. Komm. Bin ich da verbunden? Ja. Zack, und dann verbinden wir. Einfach mal direkt mit dem Bahnhof. Hoffentlich durchgeht über 120. Ja, das passt. Upsala. Und zack, einmal gebaut. Ja, und da haben wir auch schon unsere erste Zugstrecke. Und was ich jetzt direkt machen würde, ist hier, ne? Wo soll ich das jetzt schon machen? Nein. Wollen wir direkt schon weiterziehen nach... Ich hab's total falsch verbunden. Nö. Ja, geht sogar. Dann machen wir das hier direkt mal gedoppelt gleich direkt. So, und da wir ja Rechtsverkehr haben, muss der hier da rüberkommen. So. Oh, guck mal, wo wir die anderen hier rüberziehen können. Schade, dass wir hier später anfangen. Und 120. Perfekt. Und natürlich dürfen wir auch die Signale nicht vergessen. Oh, schön weit vor die Weiche. Ja, das passt so. Und ich mache hier mal ganz gerne so zu meiner Ausfahrtsgleise. Auf der rechten Seite, das passt. Und dann ziehen wir direkt nochmal die zweite Strecke. Da kommen wir hier da. Ui. Ob wir das mit der Straße gehen? Jawohl, das mit der Straße passt auf jeden Fall schon mal. Na komm her. Ah, verbunden sind wir. Nein. Komm, da geht's auch irgendwo, da komm. Oh je. Dann ziehen wir sie irgendwo weiter drüben her, ne? Das ist doch doof. Naja, fürs Erste bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig. So, dann wollen wir es aber richtig verbinden. Zack, so. Dann kann man hier, glaube ich, direkt... Schade. Oh, ach so, Autosave. Ja, genau. Stimmt, das muss ich einmal kurz machen. Spiel speichern. Und zwar ist das unsere Let's Play. Einmal speichern. Na komm. Ich weiß. Komm. Komm, 120. Komm. Oder auf letztes Stück. Ja. Wohl. So, und natürlich wollen wir auch von der Seite. Auf das gleich, was natürlich gar nicht geht. Oh Mensch, das ist aber scheiße jetzt. Entschuldigung. Oh, das ist laut. Oh, das heißt, erst ganz nochmal wegreißen. Nochmal wieder verbinden. Finde ich ein bisschen schade, ne? Ganz ehrlich. Ich wollte sagen, was ist, wenn wir hier einfach ein Doppelgleis reinziehen? Wir wollen ja eh in beide Richtungen. Das war eigentlich total doof, kann das sein? Oh Mensch, Leute, ihr merkt schon, ich kann mich nicht einigen. So. Jetzt von hier darüber. Was natürlich nicht geht. Was natürlich immer noch nicht geht. Na komm, bis wohin können wir? Dahin. Dann gehe ich da rüber.
Ja, ist jetzt fürs Erste nicht so sonderlich hübsch, ich weiß. Ja, ich war ein paar Fehler geschlagen, so geht das aber. So, und wie ihr hört es im Hintergrund, das war es auch schon mit der ersten Folge Train Fever. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare schreibt werdet und vor allem, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, ich verabschiede mich jetzt von euch und sage Tschüss und auf Wiedersehen.